Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Die Siedler 3. So, wir sind ja mittlerweile im nächsten Kapitel, nördliche Begegnungen. Und das heißt, wir haben wieder zwei Bossen, wir sind da wieder auf einer Insel. Und wir müssen mal schauen, dass da der Posten 1 stärker wird. Denn so wie ich vorhin gerade selbst für mich gelesen habe, sie wissen ja jetzt, wie man mit Schiffen umgeht. Ihr Vorposten ist sehr knapp an Rohstoffen und ohne ihre Unterstützung bald ein Opfer der Ägypter. Also hier, also würde ich mal sagen, dass wir hier alles aufstecken und versuchen dann hier hoch zu marschieren. Und am Ende machen wir den hier platt, wenn alles gut geht. Gut, also rein da. Dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. Plus, minus, hä? Wir machen hier schon mal ein bisschen was. Mal Steinbruch. Das Sägewerk. Mal nur den Holzfäller. Und gleich... Ich weiß nicht, ob es hier also Minen hat. Mache ich schon mal eine Fischerhütte auch hin. Und wir brauchen Siedler. Also auch hier. Gut, die sind hier mal schön beschäftigt. Kann ich nach vorne ziehen? Alles reut, was soll das? Haben wir alles hier? Ich hoffe, die anderen können nicht mit den Schiffen umgehen. Das wäre dann ziemlich fatal. Also hier eine Festung steht. Alles mal zusammen. Bauen wir ziemlich schnell eine Werft. Mal, was wir hier haben. Das wird gebaut, gebaut. Das heißt, das haben wir alles hier eigentlich schon. Auch hier ist uns nochmal ein Holzfäller. Einer zu viel als einer zu wenig. Ich baue dann hier auch nochmal gleich ein paar Wolke hin. Schon mal hier hin watscheln. Danke. Mit dich noch. Jetzt auch hier hin. Wo haben wir Geologen? Haben wir sowas schon? Geologen. Haben wir nicht. Gut. Ab. Hier, buddeln. Bitte. Land einnehmen. Vielen Dank. Rohstoffe suchen. Brauchen wir hier natürlich auch wieder eine... Haben wir es hier? Fischerhütte. Natürlich möglichst schnell eine Werft, dass wir die Einheit rüberbringen. Haben wir Eisen und Gold haben wir auch. Natürlich brauchen wir ziemlich schnell kleine Tempel. Will ich es nicht bocken, damit ich möglichst schnell die Einheiten aufwerten können. Durch hier hin. Natürlich braucht es ein Weingut. Die sieht ziemlich stein aus, dann passt das hier eigentlich sehr gut hin. Hier. Hier hinten, das ist die Goldmine. Oh, hier hört die Insel schon auf. Na dann. Siedler baue ich hier gleich auch nochmal hin. Ja. Eisen, Eisen, Eisen. Ich habe hier keine Eisenmine, wenn ich das jetzt gerade so richtig sehe. Blub.
Und dann müssen wir das ja wieder klären mit der Nahrung. Oder hat es das irgendwie übernommen? Ja. Na. Jetzt geht's. Gut, wunderbar. Wir schauen mal, wie es hier oben aussieht. Ich weiß, ich brauche da noch Siedler hier. Das Sägewerk. Dann. Was habe ich hier noch keins? In Gebäuden. Ich habe Platz. Ah, da kommt das mittelgroße Ding. Passt schon. Wurfen wir da mit den Einheiten dann gleich rüber. Haben wir hier drin normale Soldaten. Maler Soldat drin. Ah, hier haben wir wieder Gold. Es ist eine für uns 39. Mann, ist es tief. Stein haben wir. Hier kommt noch mal ein bisschen Stein. Das haben wir nicht, hä? Mach da mal Priorität hin. Da fällt nur noch Stein. Das Gebäude dann auch fertig. Ah, wunderbar. Gut, Baustelle festlegen. Ja, hier. Und dann eine Fähre, bitte. Alles abgeholzt und dann können wir uns da mal schön richtig dann alles mal ein bisschen um die Farmen kümmern, weil das Zeug hier alles fertig gebaut ist. Noch ein paar Fischerhütten bauen. Unten dann gleich noch eine. Die Angel haben wir noch. Zwei Stück. Ich einfach mal gerade hier eine. Die haben da gleich alles eingenommen. Dann gleich mal darüber. Keine freie Siedler zur Verfügung. Wir arbeiten. Das ändert sich bald, wenn das hier da steht. Das ist wunderbar. Die kriegen wir da nicht mehr, die hört ja überall gleich auf, die Insel. Dann können wir die Einheiten eigentlich rüberschieben. Wird denn hier nichts mehr eigentlich? Ende hier noch den Eisenbahn, das heißt, das hier muss doch fertig werden. Dann möchte ich eigentlich hier all diese Bäume noch weg haben. Die sind so sinnlos hier. Hier hin. So, hier oben funktioniert das Leben dann auch gleich. Wunderbar.
Hier muss ich das Fressen auch nochmal neu einstellen, ne? Na. Na. 50, so. Perfekt. Warte, warte, was mit Kohle. Waffenschmied, Werkzeuggold, Schmelze, passt. Wunderbar. Gut. Augenmensch ist auch schon unterwegs. Muss ich sehr wahrscheinlich auch bald null rekruten, ne? Ah ne, da sind wir schon am Bauen. Und dem bräuchte es vielleicht einen zweiten noch. Zwei hat es eigentlich gut funktioniert, da ist die Produktion eigentlich permanent gelaufen. Damit wir dann wirklich schnell die Sachen aufwerten können. Ja, Gold. Wir haben da ein Gold schon da hinten und so viel will ich nicht bauen. Die Kohlerei kommt dann später noch. Haben wir Fisch, Fisch. Endlich mal ordentlich Bauernhöfe bauen. Das ist ja purer Luxus. Dahin. Aber hier. Du kannst dann hier Felder setzen. 1, 2, 2. Dann machen wir eine Hühle. Dahin. Das ist jetzt da nicht im Weg, oder? Nö, passt. Sehr gut. Bäckerei. Dahin. Brunnen, der kommt hier hin. Goldfelder, Rote Thales weg. Dann haben wir schon mal ein bisschen. Rot. Eisen kommt raus. Und darüber. Das ist perfekt. Hier wird auch schon gefischt. Ich hier eigentlich schon mal wieder flupp, flupp. Sie da ein bisschen Land gewinnen. Aber auch hier schon mal zur Sicherheit. Weiß nicht, ob ein Lazarett hier sich schon lohnt. Er kann hier genug holzen. Also ist ja hier kein Grund für einen Förster gerade. Allein Land einnehmen. Militärgebäude vielleicht, aber. Lass uns doch mal ein Wohnhaus. Genau. Dann können wir da Step by Step die Einheiten rüberschaufeln. Der platzt da schön ein. Beide Farm wird auch gebaut. Der wird auch gebaut. Der wird da ziemlich schön viel Holz haben. Die stehen nicht irgendwo doof herum, oder? Ne, die sind da hinten alle zugange. Sind das drei? Wird schon geschmiedet. Waffenschmied, Werkzeugschmied, 30. Arbeit einstellen, mache ich lieber mal. Hast du dein Eisen eigentlich mittlerweile? Sehr schön. Kann ich nämlich die ganzen Einheiten da mal überschicken. Gut. Rauf mit euch. Kann ich die schon mal da rüberschicken? Abfahrt. Abfahrt! Ah. Geht nicht. Mal los. Sehr schön. Da haben wir noch einen Römer.
Vielleicht wird dann vielleicht noch einen großen Tempel für den Mönch. Aber das kommt alles Step by Step. Mitteilung, die Fähre ist fertig. Das habe ich verstanden. Wie viele Essenzen haben wir eigentlich? 1, 2, 3, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. Ja, hier hinten nochmal einen Bauernhof hinbauen. Ah, und dann hier oben das Feld. Ja, würde ich es behaupten. Kann ich noch eine Schweinefarm dann gleich bauen? Ja, Schweinefarm plus eine Schlachterei. Zur Sicherheit noch einen zweiten Brunnen wäre schön. Einer ist ja hier. Kann ich sagen, hier hin und du holst das Wasser natürlich von da. Sind da meine Wusler? Hier. Haben wir Stein, dann bauen wir zur Sicherheit hier schon mal ein Metzen. Radius ist groß genug. Eigentlich fehlt es an Kohle. So viele Bäume habe ich nicht, dass ich sägen sagen kann, ich könnte noch ein zweites Sägewerk aufbauen. Noch 39. Ich könnte dann ein Lager bauen, damit das Gold hier wegkommt. Warte es nochmal. So. Nicht einlagern. Alles weg. Ich wollte ja nur das Gold drin haben, dass es ein bisschen sortierter ist. Und sieht hier jetzt eigentlich gut aus. Wunderbar. Rotschmelze ist hier. Das eigentlich irgendwo in der Nähe hinbauen. Nicht ideal, aber wird schon schief gehen. Plus der Fischerhütte brauchen wir dann noch. Hier hinten hinbauen. Fischi, Fischi. So. Wunderbar. Können wir hier gerade eigentlich nichts groß viel machen. Wir müssen uns eigentlich da oben wieder fokussieren. Wäre entladen. Haben wir hier schon die nächsten Soldaten. Können wir dann ein paar Geologen noch hinbauen. Falls ich die Rohstoffe habe dafür, das ist jetzt die Frage. Schauen, was wir hier dann so haben. Also wir haben nicht viel Werkzeuge hier. Und das mit den Rohstoffen transportieren habe ich ja immer noch nicht gestartet. Ich habe da immer noch nicht nachgegoogelt, wie das funktioniert. Aber Learning by Doing oder irgendwie sowas in der Art. Suchen bitte. Warten wir hier auf die nächste Fähre. Haben wir hier eigentlich eine Kaserne? Das hat man noch nicht nachgeschaut. Haben wir jetzt zumindest schon mal ein Schwert. Ah cool, jetzt das erste Zeug ist hier fertig. Und eine zweite Ding will ich ja noch bauen. Habe ich da ziemlich hier am Rand. Sich dann hier hin. Ja, schöner, oder? Ja. Was haben wir hier? Viel Eisen. Und da drauf. Ja.
Dann hoch damit. Hier hinten haben wir noch ein bisschen Birke. Brauchen wir ganz okay. Dann brauchen wir noch Mönchi. Große Tempel. Genetisches Bauen. Bitte hier hin, weil ich baue ja das Feld hier oben an. Kann ich ja noch ein bisschen nachkorrigieren. Ganz viel Eisen hier oben, das ist doch wunderbar. Was haben wir hier? Warte mal. Und hier alles schön weiter. Wow, das sind Dünger. Eisenschmelze. Das ist eher kompakt hier unten hin. Eisenschmelze. Waffenschmied. Hier noch eine Kaserne. Und dann hier eine Eisendingbums hin. Eisen. Was hier? Wir machen das hier mit der Kühlerei. Einfach der Ramses da oben breitet sich nicht so schnell. Gut. Ah, euch habe ich ja noch nicht losgeschickt. It's not good. Hey. Wickelt er nicht. Oben bitte. Gebaut, hier ist alles gebaut. Oh, was zum Süffeln habt ihr schon? Das ist doch wunderbar. Die Aufwertung ist 10. Ah, hier fehlt eigentlich immer noch eine Kaserne. Ich glaube, ich warte die noch mit Bauen. In der göttlichen Aufwertung hatten. Damit wir die Schwerte zumindest hinbekommen. Schon ein bisschen zu Offizieren sind, das ist sowas zu arg. Befreiten? Hm. Gut. Wir entladen. Nach unten. Der Arbeiter kommt auch. %30, wunderschön. Noch fleißig gearbeitet, es fehlt eigentlich wieder an der Kohle. Hier auch noch eine Kohlerei hin. Gerade hier würde ich sagen. Hier hinbauen. Habe ich hier irgendwo noch einen Steinbruch hingebaut? Hier, großer Tempel. Hast du weg, Schlachterei. Meine Farbe. Jetzt sieht es aus bei dir da. Eigentlich relativ gut. Dann. Ja, hol's mal da unten weiter. Schaffst das schon. Auch wieder da. Besetzt. Wunderbar. Hoch.
das ja auch gleich schon fertig. Wir haben hier 34 Rekruten über. Wie gesagt, die Kohle holen wir über die Kohlerei. Eisen kriegt den Fisch. Dann können wir eigentlich so ein bisschen langsam hier die Sachen produzieren. Hier kommt noch eine Fischerhütte hin. Langsam aber sicher. Funktioniert das hier? Jetzt kommen noch die letzten Einheiten hoch. Wer etwas habe ich glaube es nach unten, ne? Minimal. Ah. Hoch mit euch. Haben wir eigentlich schon eine kleine Armee hier zusammen? Durch. Hier sind sie auch noch fleißig dran. War nur zwei, aber ist egal. Hier fällt es uns natürlich wieder an. Großes Wohnhaus. Zwar nicht ideal hier, aber hey, weg damit. Durch. Das Schiff kommt auch an. Die noch drauf. Und dann kann ich eigentlich überlegen, hier noch ein Ding zu bauen, dass wir die Ressourcen irgendwie hochschicken könnten. Mache ich das hier? Passt schon. Baustelle für Anlegestelle. Schon schief gehen. Arzt jetzt einfach, weil wir keine Dinge haben, ne? Wir haben hier schon ordentlich Waffen. Wirklich Aufwertung ist auf 80%. Morgen kommt die erste Folge raus von die Siedler 3. Bin da ein bisschen im Voraus. Ab heute ist der 29. für mich. Montag. Brot wird gebacken. Noch einmal süffeln muss, ja, dann kann ich hier aufwerten. Und wohnt die eigentlich gut? Das war der Tempel hier. Weizen, Schweinchen werden auch versorgt. Ist auch noch beschäftigt. Hier haben wir noch einen zweiten. Boah, machen wir das Gezuppel hier unten weg. Aber hier ist der reine Steinbruch noch. Sieht man jetzt halt nur noch nicht. Wenn Vergessenheit geraten ist bei denen, dann wäre nicht schön. Ist auch entladen. Schiebe ich euch schon mal wieder runter. Ihr könnt oben eigentlich anschließen. Sterne gebaut. 32 Zivis habe ich noch. Eichenschmelze, Kühlerei, ja.
Brauch mehr Kohle. Baue ich dann hier mal schon den Förster doch mal hin. Braucht's wohl langsam. Ich weiß gar nicht, wie viele Bretter der da braucht. Damit eine Kohle rauskommt. In das Verhältnis nicht. Egal. Wird schon schief gehen. Ah, guck an, da geht es endlich auch weiter. Dann kriegen wir da unsere... Auf Herr Buch. Sehr schön. Auch brav gegossen. Bei Step. Ups. Das da hat Priorität. Das muss gemacht werden. Jetzt schläft die Insel hier noch ein. Ja nu, aber ich denke, das war's auch leider schon mal für heute. Wir haben kurz ein bisschen Siedlermangel, aber das sollte sich erledigt haben, sobald das Gebäude hier oben wieder steht. Gut, dann wünsche ich euch wieder einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.